Machen wir das gemeinsam? Mama, das du im Wachs sitzt. Ja, bis sie wird es verändert. Gehen wir wieder runter? Das ist eine große Hände. Ortsnamen drauf. So, hallo zusammen. Ihr seht, wo ich bin. Hier auf dem Büchenbrunner Aussichtsturm. Und ich glaube, es ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich hier oben stehe. Ich habe mir heute überlegt, ein Tag schönes Wetter in dieser Woche, da könnte ich auf den Aussichtsturm laufen. Anderthalb Stunden habe ich gebraucht hier hoch. Und hier seht ihr ja, die Aussicht, wie es hinter mir aussieht. Da seht ihr die Windräder von Straubenhardt und von Langenbrand. Und auf der anderen Seite, ich drehe euch mal um, da seht ihr Pforzheim und etwas links davon Birkenfeld, da wo ich wohne. Und da, wo so leuchtet, die Sonne so glitzert aus der Fensterscheibe dort, das ist Büchenbrunn im Vordergrund, ja im Mittelgrund, sage ich jetzt mal. Heute hat man eine wunderbare Sicht, auch hier Richtung Odenwald, Rheintal. Es ist faszinierend, also ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, man hört den Ton. Es geht ein schöner Wind hier oben. Und jetzt habe ich mir alles schön angeschaut und jetzt gehe ich wieder nach Hause und mache mich wieder auf den Rückweg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich ein wenig zu begleiten. Mal sehen, wo ich noch vorbeikomme. Ein paar Aufnahmen wird es sicher noch geben. Also, starten wir den Abstieg. Hier geht's runter. Ja, 125 Stufen habe ich vorher gezählt und so, das waren die ersten 30 und jetzt kommen die restlichen. Die sind etwas breiter. Ja, die Stufen sind noch etwas nass vom Regen, aber ich habe gute Schuhe. So, das war der Büchenbrunner Aussichtsturm zum ersten Mal in diesem Jahr. 125 Stufen, errichtet 1883. Aussichtsplattform ist auf 633,25 Meter. Also, weiter geht's. Jetzt laufe ich, glaube ich, Richtung Grösseltal. Ich guck mal. Bleibt einfach dran, dann bekommt ihr mit, wo es lang geht. Ja, eine schöne Buche.
Ja, ich versuche mal wieder einen Weg zu finden, der nach unten führt. Ich habe zwar auf der Karte einen Pfad eingezeichnet, aber ihr seht ja, wie das hier aussieht. Aber es sieht aus, wie wenn das der Pfad ist, den ich gesucht habe. Wird zwar von niemand mehr begangen, aber vielleicht von Tieren. Und hier geht's abwärts. Und da möchte ich hin. Ja, und da unten ist ein Weg. Den habe ich gesucht. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Und ich bin gleich unten. Ja, da habe ich gerade 2 oder 3 Wildschweine aufgescheucht, als ich hier den Pfad runtergekommen bin. Und hier muss ich weiter. Ja, jetzt bin ich da unten wieder, sieht man das Bahngleis. Und ich sehe da unten einen Weg. Ja. Und irgendwie muss ich da jetzt runterkommen. Das war jetzt schon ein Kampf mit den Brennnesseln, mit umgestürzten Bäumen. Hier ist wenigstens der Weg einigermaßen wieder frei. Aber ihr seht ja, wie es hier aussieht. Überall. Schön, nicht? Ja, beim letzten Mal, als ich im Murgtal wandern war, als ich abends nach Hause kam, hatte ich 2 Zecken. Heute streife ich permanent ständig durch Büsche und ich bin gespannt, wie viele Zecken, dass ich heute Abend aussortiere. Immer geht es irgendwo durch Büsche, durch Unterholz, obwohl ich hier auf einem Pfad bin, den ich schon oft gelaufen bin. Aber im Moment ist er so zugewachsen durch die Feuchtigkeit und durch den Regen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe den Wald schon lange nicht mehr so gesehen. Aber bald bin ich unten an der Enz. Und dann komme ich wieder auf normale Forstwege, über die ich mich heute überhaupt freue. Naja, manchmal freut man sich auch über Forstwege. Ja, aber hier ständig Büsche, Wurzeln, umgefallene Bäume. Ja. Ihr seht es ja selbst. Ja, schaut, jetzt ist ein relativ freies Stück gerade. Hier hat es wieder Brennnesseln. Naja, so geht es weiter bis runter zur Enz. Ja, es ist eine interessante Tour. Auch wenn ich anders laufen wollte eigentlich. Aber jetzt habe ich mal wieder Pfade benutzt, die ich eigentlich, glaube ich, noch nicht kenne oder noch nicht kannte. Diesen hier, den kenne ich schon.
Und was sehr interessant war, was ich heute alles gesehen habe, aber leider mit der Kamera nicht einfangen konnte. Ich habe zwei Rehe gesehen, zwei oder drei Wildschweine, ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Waldmaus ist mir über den Weg gelaufen. Sicher sind noch viel mehr Tiere um mich herum gewesen, die ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Aber es ist sehr interessant, so durch den Wald zu streifen. Jetzt hier komme ich wieder in den Einzugsbereich der B294. Man hört sie schon im Hintergrund. Und deswegen werde ich hier eigentlich kaum mit Tieren rechnen müssen. Die sind alle weiter oben. Und jetzt kommt da unten schon mein normaler Weg wieder. Und dann muss ich die Enz überqueren, das Bahngleis überqueren, dann geht es wieder zurück in meinen Heimatort nach Birkenfeld. Ja, da kommt wieder ein Baum, er schaut selbst. Aber ich glaube, ich komme dran vorbei. Und da im Hintergrund sieht man schon meinen Weg, dem ich ein Stück folge und dann runtergehe zum Enzweg bzw. zum Westweg, der da unten verläuft. Also, ich habe es euch ja schon gesagt, ich komme wieder auf den Westweg. Und da bin ich. Jetzt geht es ein paar Meter auf dem Westweg bis zur oberen Enzbrücke. Dann verlasse ich den Westweg wieder, um auf die andere Seite der Enz zu kommen und dort den Anstieg nach Birkenfeld zu beginnen. Ja, verglichen mit diesen Anstiegen, die ich heute schon habe, ist das ein Spaziergang. Ja, jetzt überquere ich gerade. Diese Brücke kennt ihr schon zu Genüge, ich weiß. Also weiter geht's. Jetzt bin ich auf dem Dienstweg. Unter der B294. In dem Brunnen habt ihr sicher erkannt, wo ich bin. Ich bin auf dem FA-Weg. Noch 200 Meter, dann bin ich in Birkenfeld. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und so lange durchgehalten habt. Also, wir sehen uns irgendwann wieder beim nächsten Mal, wann das sein wird und was ich euch zeige. Abonniert meinen Kanal, dann bekommt ihr es mit. Also, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Thank you.
Musik.